Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist bei Trend17 TV. Und euer Trendsack ist wieder für euch, nicht bei euch, ja bei euch auch, für euch am Mic. Und wir haben hier voll die spacige Strecke heute. Vielen Dank auch nochmal für eure Comments und für eure Likes im Voraus. Das ist ja unfassbar, das erste Mal, dass ich hier eine Strecke nicht gefunden habe. Aber jetzt sollten wir da sein, hier im Steinbruch. Das ist richtig abgelegen. Und wir müssen den Enzo Conti heute, ich sag mal so, ich denke mal platt machen, ja. Das wird wohl hinkommen. Enzo Conti auf dem Weg zu Mercano, einer seiner, ja, einer seiner Bros, würde ich mal so sagen. Hier auch durch. Ich glaube, ich fahre das Stück noch mal im Auto. Im Steinbruch. So. Da hinten. Mal eben Check machen. Bis jetzt. Wie abgelegen ist das denn? Wie soll ich denn da... 77, jetzt ist das wieder 77. Ist das für eine verkackte Strecke hier? Das ist doch das Dreieck. Ah, wir sind, glaube ich, richtig hier. Also die Streckenführung ist manchmal total Panne hier. Da zeigt er mir jetzt einen totalen Umweg an. Obwohl das direkt vor meiner Nase ist. Ah, der ist doch da drin, sag ich doch. Da brauche ich da nicht nochmal ums Haus fahren. Wo ist die Ratte? Wo ist... Steck deine Knarre weg. Wenn ich dich umbringen wollte, Enzo, wäre ich nicht durch die Vordertür reingegangen. Mag sein, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist Lincoln Clay, oder? Hattest eine Bude mit Sammy Robinson. Bist dann nach Vietnam. Ja, richtig. Oh, Junge, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns eine Menge Ärger ersparen können. Komm mal mit. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber Sammy und ich kannten uns schon sehr lang. Er war ein guter Mann. Was ihm passiert ist, hat er nicht verdient. Keiner von euch hat es verdient. Und die Scheiße mit dem Casino? Ein Riesenarschtritt von Cell für alle, die je mit ihm zusammengearbeitet haben. Er will ein feiner Herr werden und auf alle anderen scheißt er. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass er das zurückbekommt. Kennst du Remy Duval? Klar, der bekannte Typ aus dem Radio. Ohne ihn gibt es kein Casino. Ihm gehört das Grundstück und die Baufirma und so weiter. Also alles nur Fassade. Nichts als Blödsinn. Er hat einen Haufen belastendes Material gesammelt für den Fall, dass alles zusammenkracht. Und Marcano gehört nichts von dem Land? Nein. Das gehört einzig und allein Duval. Der ist kein Idiot. Und solange er der rechtmäßige Eigentümer ist, kann Cell ihm nichts anhaben. Wie kann ich ihn finden? Er wohnt oben in Fresco Fields. Aber soviel ich weiß, behält Olivia Marcano ihn ganz genau im Auge, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das Letzte, was Cell braucht, ist, dass sein einziger seriöser Partner in Schwierigkeiten gerät. Wir sollten uns sputen. Könnte sein, dass es dafür zu spät ist. Ach nö. Freunde von dir? Och nö. Haben mal für mich gearbeitet.
Okay. Shit. Was habe ich? Ich habe überhaupt nichts hier. Ich habe ja gar nichts mehr hier. Das ist ja richtig Schiete. Oh, wir müssen erstmal eine andere... Ach, du Schiet! Ich muss unbedingt Waffen kaufen gehen, gleich. Ich verschanz mich! Ja, komm her, komm rein hier. Bleibt es richtig! Geh doch mal runter! Da ist noch einer, da unten. Johnny Cash hier am Start. Wo ist der denn? Ich gehe erstmal runter. Die Schnauze voll hier. Geh runter! Kommt her, ihr Pfeifen! Im Visier. Ist da noch einer? Nee, da ist keiner mehr, okay. Das hab ich nicht, nicht mehr. Ich habe einen Mann verloren. Das Blut wurde vergossen. So. Zack. Fertig. Also noch einer. Schön, dass du uns das erzählst. Nehmen wir mal die Wumme hier. Die Ratte kommt nicht hoch. Okay, die gehen wir da hin. So, jetzt mache ich die Ratte platt hier. Wo ist der? Da bist du also. Musst du noch an verschiedenen Stellen im Steinbruch Sprengladungen legen. Einfach ab und über. Da ist der erste Haufen. So. Scharf, dann kümmern wir uns um den Rest. Du hattest recht mit den Sprengladungen. So ist das Leben im Steinbruch. Früher haben wir so ist das Leben. In den Boden gesteckt und versucht, das Gestein rauszuvögeln. Aber das hat uns nichts eingebracht, außer Schramm am Sack. Außer Schramm am Sack. So. Ah, wir sind noch ein paar mehr Sprengladungen zu setzen hier. Machen wir den Laden mal in die Luft sprengen. Kommt. Sag mal, der kann da nicht über einen Stein drüber wegspringen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, da sind noch mehr. Kann ich nicht ignorieren. Wir sind nicht allein. Mann, du geh doch runter. Geh runter. Oh, das war knapp, mein lieber Schwan. Das hab ich nicht.
Ach, das sind meine Leute. Ach, shit. Das ist ja mal richtig suboptimal gelaufen wieder hier. So, jetzt muss ich aber erstmal eben... Oh, wie viele sind das denn? Das gibt's ja gar nicht. Ich brauche unbedingt Heilung. Ich kann die Ratte gar nicht sehen. Auf jeden Fall muss ich hier eine Sprengladung setzen. Hier gibt es garantiert auch irgendwo Heilung. Da erstmal. Alles gut bei dir? Aber sicher, was soll denn sein? Ein paar von denen sollen für dich gearbeitet haben. Nicht nur einige, alle. Heilung! Ist hier sonst noch was, was ich gebrauchen kann? Shit, da kommen noch mehr. Das gibt's doch nicht. Geh weg da! Wow, wow, wow. Oh, shit. Wow, wow, wow. So, hier sind wir erstmal sicher. Oh, keine Heilung mehr. Kann ich da noch irgendwie ein paar Bros holen? Ja. Jemand muss diese Bar sehen, Verstärkung. Na klar, bin gleich da. Ich habe keine Heilung mehr, ja? Eieieiei. Wie viele sind das denn? Das gibt's ja gar nicht. Schießt! Will mal jemand das Arschloch erschießen, bitte? Da hinterm Auto ist noch einer. Oh, was für eine Schießerei, heftig. Ich muss extrem aufpassen. Den haben wir. Jawohl. Jetzt haben wir noch einen. Da rennt noch einer rum. Das waren 100 Mann. Der Scheißkerl hat mich getroffen. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Komm her. Los geht's. Das hab ich nicht, nicht so. Geh in der Kopf. Reit ihn zu erledigen. So, da hinten ist noch einer. Schieß ihm einen Molotow. Jetzt brennt es richtig. Oh, sind das viele. 1, 2, 3, 4 Leute sind da noch mindestens. Ich gehe in Deckung. Da ist Heilung da hinten. Schick ihm einen Molotow. Jetzt brennt es richtig. Nee, das ist Scheiße. Ich gehe in Deckung. Nimm die anderen. So, den haben wir. Ich brauche Heilung.
zwei. Einer ist da vorne noch. Eine Ratte. Geh mal hier rein. Hier haben wir sonst nichts mehr. Das ist gefährlich. Komm mal her hier. Der kommt bestimmt gleich her. Ich habe einen Molotow. Molotow, pass auf! Ich drücke jetzt ab! Da. Nicht so. Den haben wir. Noch einer. Drei. Oh! Komm her. Zack. Da waren es nur noch zwei. Da hinten ist noch einer. Ich steck hier fest, Leute. Oh, da ist Heilung. Und Munition, sehr schön. Oh shit! Geh runter, geh runter! Runter, runter! Oh, jetzt bin ich auch weg! Krass! Eieieiei! Ganze Aktion nochmal, wa? Okay, da holen wir uns mal die. Oh, shit, 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 shit. Zwei Autos. Scheiße! Fuck, Mensch! Alte Weichei! Das ist aber auch ein Weichei, Mensch. Komm schon, Reste, Zeit. Tut auch gar nicht weh. Komisch. Genau das gleiche habe ich auch zu deiner Mutter gesagt. So. Hier hinter. Oh, schon wieder keine Muni mehr. Das gibt's doch nicht. Ich hole mir jetzt mal. Bräuchte Nachschub in Barclay Mills. Ja. Komm schon, nur einen Augenblick. Ich gehe in Deckung. Da kommen diese endlich mal, die Ratten. Habe ich hier noch Sprengladung, Molly habe ich noch. Der gehört euch, Jungs. Ich lade nach.
verdammte Scheiße, Mann. Trifft der eigentlich auch mal ein oder muss ich die alle umbringen hier? Da. Was ist denn die Ratte? Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, das gibt's doch nicht! Nimm die Waffe, nimm die Waffe! So. Da hinten sind noch 3, 4 Leute. Und wir erstmal wieder büschen. Sauber. Alter Schwede, das ist eine Aktion hier. Oh shit. Wo gehst du denn hin? So. Kessel die Viecher. Ich kann hier niemanden sehen, also die sind so klein. Schwede. Keine Kugeln mehr. Pech für dich, mein Lieber. Wo ist die Ratte? Da. Scheiße, ich bin getroffen. Na endlich. Na endlich! Meine Herren, war das eine Schießerei hier? So, wenn ich den jetzt aktiviere, kommen da noch wieder 100 Leute wahrscheinlich. Muss ich den jetzt aktivieren hier? Ah ne, ich werde jetzt erstmal eben meinen Bro rufen. Wo ist die Ratte? Ich brauche erstmal wieder ein paar neue Schuss und
Und ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Wo ist er? Mega weit weg. So, erstmal Nachschub holen hier. Bin ja völlig ausgebrannt. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und Munition. Ne. Splittergranate. Die kann man alle nicht gebrauchen. So. Das sollte erstmal reichen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Spring lieber sportlich über mein Ding hinweg hier. So, wo muss ich denn jetzt noch aktivieren? Hinten. Jetzt sind wir gut gerüstet. Da oben. Unser letzter Zugangspunkt hier. So, entkomme aus dem Steinbruch. Nichts leichter als das.